Beim letzten Mal haben wir den Satori-Berg erkundet, viele Schreine und Höhlen entdeckt und zum ersten Mal die Miasma-Hände besiegt, was mir den Schock des Lebens gegeben hat. Jetzt sind wir im königlichen Geheimgang, der wahrscheinlich größten Höhle bisher, und suchen noch den Mayoi und das letzte Teil der Hyrule-Rüstung. Wir haben hier aufgehört in dieser Höhle und ich habe keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Die Höhle ist jetzt schon viel zu wild und viel zu groß. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr über alles hier. Hier sind nämlich Horrorblins, ich erinnere mich dran. Irgendwie sind die nicht gruselig, aber irgendwie sind sie auch ein bisschen weird. Wunderbar, sehr schön. Wunderbar. Er ist was auf seinen Arsch gefallen und das tut ihm jetzt weh. Die sind zu wild. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mayoi und dem dritten Rüstungsteil. Anscheinend gibt es ja auch noch die heilige Rüstung tatsächlich. Und dann müssen wir zur Statue auch zurück. Das ist der eigentliche Grund, warum wir überhaupt hier sind. Nicht mehr normal, hier blickt man einfach nicht mehr durch. Hier blickt doch kein Mensch mehr durch, wirklich jetzt mal. Von hier komme ich, ne? Ja! Und hier haben wir diese sehr gruselige Statue. Das ist die Dämonenstatue, die, glaube ich, früher in Hateno war, richtig? Eine Zeit lang hing ich sogar kopfüber in einer Höhlendecke. Wo hing diese Statue denn dann bitte? War das irgendwie in Age of Calamity oder sowas? Weil davon weiß ich nichts. Ja, jetzt nimmt er mir wieder das Herz weg, ne? Ja, okay. Nichts Spezielles, kennen wir schon. Kennen wir alles schon aus BOTW. Aber cool, dass es die Statue noch gibt. Finde ich gut. Der Pakt mit dem Dämon. Ja, es ist genau das gleiche wie in BOTW. Wir holen uns das Herz zurück, fast schon. Ja, ist genau das gleiche. Ist tatsächlich genau gleich wie in BOTW. Hätten wir auch gleich schon am Anfang machen können. Ich dachte irgendwie, es ist was anderes, weil die Stimme so gruselig war diesmal. Aber in Ordnung. Habe ich jetzt nicht so Interesse dann. Woran ich allerdings Interesse habe, ist den Mayoi zu finden. Ich hatte gerade ganz kurz Hoffnung, aber sie wurde vernichtet. Verdammte Scheiße, wo ist der Mayoi? Wirklich jetzt mal. Nein, oh mein Gott, sag nicht, dass ich hier einfach nicht weitergegangen bin. Das ist nicht dein Ernst. Als ob ich einfach nicht weitergegangen bin. Das war ja genau auf dem Weg. Das war ja nicht mal versteckt oder irgendwas. Das sieht richtig aus. Geist, das sieht sehr richtig aus, wo wir gerade sind. Ja. Okay, hier ist anscheinend der Eingang zum dritten. Schmeiß mal kurz eine Bombe hier einfach rein. Das geht schneller, glaube ich. Dankeschön. Ich komme hier gar nicht rein. Hä? Ich bin verwirrt, wirklich. Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt kann ich gerade wirklich fragen. Oh mein Gott, hier geht's nochmal weiter runter. Du willst mich doch echt verarschen. Das gibt es doch nicht. Okay, hier kann ich mal wieder rausklettern. Bruder, das ist echt. Ich pack dieses Spiel nicht mehr. So, und jetzt haben wir hier bitte die Heilerrüstung. Einfach die Heilerrüstung. Komm schon, bitte. Ja, danke. Meine Güte. Was ein Act, ey. Schmeckt. Haben wir das komplette Heiler-Set vollständig. Geht doch, Alter. Guck mal, gut sehe ich aus, oder? Und jetzt nur noch den Mayoi finden und mal gucken, was hier halt noch auf uns zukommt, ne? Jetzt sind wir gerade wirklich unterm Schloss, ne? Also jetzt langsam sind wir wirklich unter dem Schloss einfach. Ich höre den Mayoi. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Komm schon. Let's go. Ey, Junge, das war die abgefuckteste Höhle aller Zeiten, wirklich jetzt mal. Warum sind wir eigentlich beim Zentralplatz gewesen? Ich hab's irgendwie vergessen, was der Grund dafür war. Lass mal als erstes zwei neue Batterien kaufen. Das können wir nämlich machen inzwischen. Ich hätte gerne zwei neue Batterien. Das sieht so ungesund aus, wirklich jetzt mal. Zwei neue Batterien. Wunderbar. Viertel haben wir. Ein Viertel aller Batterien. Und ein Siebtel der, die wir kaufen können. Dann lass mal kurz hier runtergehen. Für die Tante hier. Ich hab's geschafft, diese komische Statue zu finden. Sidequest abgeschlossen? Für 20 Rubine. Okay. Das war's, ne? Sehr schön. Spirit Orbs können wir auch wieder eintauschen, würde ich sagen, oder? Okay, wir machen, wie gesagt, erstmal die Ausdauer, würde ich sagen. Niemand braucht Herzen, ganz ehrlich. Cringe, wer Herzen braucht. Dann lass jetzt erstmal nochmal in den Untergrund gehen zu dieser gruseligen Statue. Und zwar hier bei der verlassenen Zentralmine, genau. Weil da kann ich auch Irrlichter eintauschen. Oh, ich kann wieder neue Kristalle kaufen. Das finde ich auch nicht mehr so verkehrt. Genau, ich nehme alles davon. 170 schon wieder. Ich kann schon fast zwei neue Batterien kaufen, Junge. Das ist so sexy. Okay, aber ich wollte eigentlich nicht hierhin, sondern ich wollte zur Statue. Hier sind wir. Was geht? Okay, dunkel gewandt hat er. Gewand der Finsternis. Was zur Hölle? Das ist Miasma-Schutz. Oh, grimmige Gottheitsstiefel habe ich schon leider. Und mit Majora's Maske kann man die auch wieder kaufen. Kurzer Zauberstab. Was ist denn ein Zauberstab, bitte? Also erstmal auf jeden Fall das Gewand der Finsternis. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist saugeil. Oh Mann, ich mag die neuen Outfits voll gerne aus irgendeinem Grund. Oh, ich sehe gerade Miasma-Schutz. Heißt, ich habe ein zusätzliches Herz, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist sehr nice. Lass mal einfach die Wurzel schnell machen. Die auch noch. Lass einfach schnell die drei Wurzeln hier abklappern, oder? Einfach durchs Miasma cruisen. Es juckt mich gar nicht. Zeitenhain. Was ist denn jetzt der Zeitenhain, bitte? Ja, der greift mich an. Ah, lass mich einfach an in Ruhe. Digga, wie viele Bäume sind hier, bitte? Lass mich einfach in Ruhe. Ich gehe schon wieder. Was geht bei dir ab, bitte? Nein, du bist ein Jäger. Warum sind denn überall hier Jäger? Das gibt es doch nicht. Jetzt müssen wir zu Rot gehen. Rot war hier vorne. Ich frage mich auch immer, wie viel man hier eigentlich machen muss, wirklich, ne? Also ich ist ja nichts so Wichtiges, wirklich. Also überhaupt nichts Wichtiges, wenn wir ehrlich sind, ne? Ist alles nur cool zu erkunden. Man kann ein paar Sachen mitnehmen, so, aber es unterscheidet sich jetzt auch nicht so krass, außer halt von wichtigen Orten, so. Aber also auch gut, dass Nintendo das nicht so riesig angekündigt hat, weil ich glaube, der Untergrund ist halt cool für den ersten Moment, so. Aber auf Dauer ist der halt schon sehr eintönig, soweit ich das jetzt verstehe aktuell. Was auch in Ordnung ist. Also die können ja nicht drei vollwertige, krasse Maps machen, wo überall was Neues ist, so. Was ist denn hier bei dem Fluss? Ist da ein Abgrund, wirklich? Also was befindet sich denn jetzt hier auf der Karte? Ach so, wow, das ist ein Abgrund quasi. Das ist interessant. Also quasi da, wo auf der Overworld ein Abgrund ist oder ein Fluss ist, ne? Weil hier ist ein Fluss, genau. Da, wo auf der Overworld ein Fluss ist, ist einfach hier im Untergrund eine riesige Wand, dass man da nicht dran vorbeikommt. Oh mein Gott, haben wir unten... Nein, wir haben einen Ivarok. Wir haben einen Ivarok einfach, aber einen normalen Ivarok. Also keinen Bivarok. Wusste ich gar nicht, dass es die noch gibt. Aber das ist doch eine schöne Begegnung, oder? Das ist doch einfach schön. Wo ist dein Kristall? Achso, hier, lol. So dumm, ne? Das ist echt so dumm gerade, was wir hier machen, aber scheiß drauf. Einfach im Kreis rennen die ganze Zeit, Junge. Sehr spannend, was wir hier machen. Sehr, sehr spannend, was wir hier machen, im Ernst jetzt. Thule macht aber auch einen guten Job hier.
Haben wir ihn. Sehr schön. Das gibt viel Sonanium. Ich bin gespannt. Nee, geht sogar. Viel Bernstein einfach. Okay. Aber ein großer Energiekristall. Sehr schön. Danke. Der ist wertvoll. Wunderbar. Haben wir das auch abgeschlossen. Wir gehen zuerst zum Stall des Waldes. Der ist nämlich hier. Der befindet sich hier. Der ist nicht so weit weg. Da kommen wir easy hin. Auf einfach direkt dahin. Ich will den Dekobaum sehen. Ich auch. Ich will auch wissen, ob das, was ist mit dem Masterschwert, ob das da irgendwie ist, ob es irgendwelche Hinweise darauf gibt. Keine Ahnung, Mann. So alles einfach. Hallo. Wie wird es umfallen? Es wird nach vorne, nur nach vorne umfallen. Okay. Und wenn er noch einmal dieses macht, drehe ich komplett durch. Safe werden hier Speedrun auch einen richtig tollen Trick rausfinden. Und ich bete dafür wirklich, weil das ist zum Kotzen. Also der Typ ist so ätzend, im Ernst jetzt mal. Bitte komm schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja, first try, Alter. Let's go. Guck dir an, wie blöd er ist. Guck ihn dir an. Er sieht so dumm aus. Guck ihn dir doch mal an. Das könnte ein Bivox sein, tatsächlich. Was ist denn das bitte? Okay, wir müssen mal die Ebene ein bisschen weiter erkunden. Ich sehe schon. Wir müssen die Ebene mal ein bisschen weiter erkunden. Ich habe hier einiges verpasst anscheinend. Oh, wir haben den Kirschbaum. Moment, Moment, bevor wir in den Schrein gehen. Was hat mit diesen Kirschbäumen auf sich? Oh mein Gott, ach so. Ich dachte, das war nur, weil es der Satori-Berg war. Aber anscheinend kann man überall. Ja! LOL! Okay, das ist gar nicht mehr an Satori-Berg gekoppelt, diese Aufgabe. Oder halt der Herr der Wildnis offensichtlich. Aber ich finde es schade, dass ich nicht mehr reiten. Oh mein Gott, da ist ein Schrein auf dem. Hat die es gesehen? Sehr interessant, sehr interessant. Hier sind überall Höhlen, was er mir gerade angezeigt hat. Geht's dir gut, Link? Halt die Fresse! Scheiße. Alter. Oh, das ist jedes Mal so close, ne? Das ist so risky einfach auf dem Überrock. Nein! Ey, was war das denn? Wir machen einfach schnell fertig. Scheiß drauf, kein Bock mehr. Geht's mir auf den Sack. Kampftechniken werfen. Aber kurz, hä? Das hatten wir doch schon. Doch, wir hatten den Schrein schon. Also, der hatte den gleichen Namen und es war im Prinzip das gleiche Konzept. Aber hier muss ich jetzt anscheinend Früchte werfen. Warum auch immer. Ausgezeichnet. Wunderbärchen. Da vorne ist eine Höhle. Die ist eigentlich nicht mal so verkehrt. Ich glaube, wir gehen über die Brücke hier rüber. Da könnte noch ein Bivarok sein. Ist da noch ein Bivarok? Da ist noch ein Bivarok. Digga, was ist denn hier los? Wir holen uns den Bivarok von oben. Alter. Yo, das war geil. Das war mal ein Start, oder? Das war mal ein schöner Start. Der geht in die Geschichte ein als der beste Ivarok-Start. Let's go, Junge. Das war doch mal was, oder? Geil. Ich finde es so interessant, dass Rumi einfach Höhleneingänge kennzeichnet. Mir ist es voll spät, also mir ist voll lange nicht aufgefallen irgendwie. Die Höhle am Gongol-Hügel. Treffen wir einen neuen Gegner? Einen Gongol vielleicht? Das sieht tatsächlich nach Battle Stage aus irgendwie, ne? Das war eigentlich komplett blind geraten, aber vielleicht ist hier wirklich irgendwas. Doch, es ist. Ja, doch, doch. Also kein neuer Gegner, aber es ist ein Ivarok-Schild hier, ne? Noch ein Ivarok, Digga, was ist denn hier los? Das ist der vierte Ivarok heute. Und der fünfte insgesamt gerade mal. Ein leuchtender Ivarok, okay. Spin to win! Rein da! Die wurden anscheinend echt ein bisschen umprogrammiert, weil anscheinend können die einen inzwischen schneller runternocken. Was ich auch nicht so schlecht finde, weil das hat Ivarox ein bisschen zu einfach gemacht in der Vergangenheit. Der Sniper. Sü! Wunderbar. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein leuchtendes Ivarok-Herz? Okay, das ist eine interessante Waffe. Plus 21, Bro, das ist gut, danke. Sehr schön, haben wir ihn. Ich treffe den Rumi. Achtung, Achtung, Achtung! Scheiße. Ihr könnt mir nichts erzählen, das muss möglich sein irgendwie. Geil, das war ein geiler Loot gerade. Ah, da geht's sogar weiter, lol. Ich hatte sogar recht anscheinend. Krass, Mann. Oh mein Gott. Ja, aber wie fies, Junge. Wie soll man das denn finden, bitte? Okay, und hier befindet sich Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Oh mein Gott, was? Digga, oh mein Gott, es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn ich die verpasst hätte. Einfach mal spontan meine Lieblingsrüstung gefunden. Junge, so komplett aus dem Nichts. Das riecht für mich stark nach Krog hier. Was ist das? Ah, hallo. Drecksack. Kleiner Drecksack. Was befindet sich hier? Warum ist hier Speichervorgang? Soll ich mir Gedanken machen? Wahrscheinlich schon. 3 Headshots durch den Baum einfach. Wie habe ich das denn bitte gemacht? Passt schon. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Sie feiern ein Comeback. Wollen wir es machen? Wollen wir es machen, Guys? Trauen wir uns? Trauen wir uns? Wir müssen uns wohl trauen. Wir haben wohl keine Wahl. Scheiße! Scheiße! Hör auf jetzt, lass mich los! Junge, ich kann nicht wegmachen. Okay, wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Wir kriegen das hin. Ja, sehr schön. Okay? Drecksviecher, wirklich. Ich kann nicht. Und wir gehen rein da. Nein, scheiße. Das war schlecht. Was zur Hölle? Was? Was? Warum kann ich nicht treffen? Hä? Sie sind despawned. Och, Junge, was soll das denn? Ah, oh, das ist jemand despawned. Ich bin sogar auf sie zugesprungen. Das hat gar keinen Sinn. Ist das wild, ey. Oh, nicht du schon wieder. Mann, ich hasse dich. Komm schon, bitte. Gib einfach nach vorne. Und du musst, das muss halten, oder? Das muss eigentlich halten. Komm schon. Okay, das hält nicht. Alles klar. Ey, Real Talk, das kann nicht umfallen. Erzähl mir nichts, das kann jetzt einfach nicht umfallen. Bitte. Danke. Ein Hinox, Digga. Wie viele Zwischenbosse hier sind. Das ist doch abartig. Zack, zack, zack. Hat er mich gerade aus den Augen verloren? Ist das dein Ernst? Hallo? Was war das denn gerade, bitte? Das müsste doch der Stall des Waldes sein, eigentlich. Kilton, oh mein Gott, was? Aber tagsüber. Yes! Und hier ist Kilton und hier war früher ein Schrein. Das passt auch voll gut, dass hier jetzt eine Höhle ist. Das passt richtig, richtig gut, ehrlich gesagt. Warum ist sein Kopf so goofy groß? Er sieht aus wie ein Baby einfach. Er ist schon gruselig, ne? Kilton! Hat er eine Frau? Nein, oder?
Ist das seine Frau oder wer ist... Hä? Okay, anscheinend will er die Mayoi-Dinger haben. Ich... Was ist das denn? Colton, Digga. Kilton und Colton. Junge, was ist das denn? Ja, okay, er will die haben anscheinend. Er will die haben. Ich verstehe schon. Ich würde alles geben, um zum Satori zu werden. Okay, man wird sogar zum Satori? Hä? Ja, hier für dich, bitteschön. Hier ist deine Belohnung. Die Bockelmaske. Ich meine, ich brauche den nicht. Ich hab schon Majora's Maske. Die ist die wichtigste von allen, aber egal. Guten Appetit. Er ist das jetzt. Digga, er ist das? Okay, er ist high. Alles klar. Nee, ich brauche mehr. Nein, bleib doch hier, Bro. Bitte geh doch jetzt nicht. Er verschwindet, ne? Ich hasse es. Also, ich darf ihn woanders wieder suchen. Anstatt, dass ich ihm jetzt einfach direkt alle in die Hand drücke, weil ich habe 20 Stück oder so. Nee. Taborasa, er möchte nach Taborasa. Okay. Ah, Moment. Scheiße. Ich will das noch schaffen. Ich will ihn noch treffen irgendwann. Aber hier ist echt gar nichts. Die Höhle ist komplett leer. Ja, wie lame. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Deswegen bin ich hier. Digga, wegen euch bin ich hier. Was denn? Ist der Pinocchio? Was ist mit seiner Nase denn bitte los? Kleeblattkurier, alles klar. Die wollen ganz woanders hin. Im Ernst jetzt? Die wollen ganz woanders hin, alles klar. Ich muss anscheinend zum Kleeblattkurier, was sich aber ganz woanders befindet. Habe ich da so Bock drauf? Boah, hier irgendwo war doch ein Schrein. War hier nicht irgendwo ein Schrein? Ah, lol, bruh. Wer mal vom Teufel spricht, hallo. Fall und Aufstieg. Hatten wir nicht Aufstieg und Fall schon? Okay, guess what? Zeitumkehr, wer hat's gedacht? Wunderbar. Erzähl mir nichts, das ist irgendwie möglich. Was habe ich gesagt? Stabiler. So nah an dem Schild. Stabil, Bruder. Ja, okay, der Schrein ist absolut geschenkt, kann das sein? Wir machen es wieder auf unsere eigene Art, okay? Also, ich glaube, ich weiß, wie man es machen müsste. Aber wir machen das ein bisschen anders, okay? Wir stellen den hier rauf. Dann schießen wir das Teil hier hoch. Wird sehr schwierig, aber... Let's go. Geil. War schon eine Mainstream-Lösung mehr oder weniger, aber es war nicht, wie es Nintendo wahrscheinlich gewollt hatte. Ich denke, man sollte die Kiste auf diesen Schalter stellen und dann halt umkehren, dass man selbst hochgeschleudert wird, aber so finde ich es cooler. Es muss so chillig sein, einfach durch Hyrule zu laufen und manchmal wirst du fast erschlagen einfach von so Steinen. Was haben wir denn hier bitte? Turm in der Schlucht von Eldin. Was ist das denn bitte? Was für ein Ärger. Nein, sag nicht, dass ich hier nicht reinkomme. Riesiges Trümmerstück. Ja doch, dabei ist die Abdenkung von oben vom Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen. Und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Bonk. Okay, ich brauche irgendein Trümmerteil, um nach oben zu kommen anscheinend. Auf geht's. Oh mein Gott, war das knapp. So, auf geht's. Okay, ganzer Todesberg. Und da geht's echt in den Untergrund runter. Und die Himmelskarte. Was haben wir hier? Das ist überhaupt nicht der Plan, wo ich hin wollte eigentlich, aber scheiß drauf. Auf geht's. Okay, wir sind jetzt hier. Was auch immer das hier ist. Auf geht's. Oh lol, was? Wille der Weisen, Bro. Das ist so random einfach. Egal, ich habe 2 Stück. Nice. Man braucht davon ja 4 Stück anscheinend für... Kein Plan, Bruder. So, ich weiß echt nicht. Aber wir brauchen davon auf jeden Fall noch ein bisschen. Das kannst du nicht mit mir machen. Ich finde so wenig Crocs. Das ist einfach peinlich. Wasserwege. Und was sehe ich? Ich sehe Lava. Ist das ein Hydrant, Digga? Was zur Hölle? Ich bin verwirrt. Ich bin wahrlich verwirrt. Ich check den Schrein nicht. Aber es ist mir auch egal, weil ich zu intelligent für Nintendo bin. Ich mache sowieso alles auf meine eigene Art. So, wir machen so. Zack, 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 zack. Bauen uns kurz einen Aufzug und zack. Also ich meine, hier kommt Wasser raus, okay? Und in der Lava passiert... Doch, da kommt doch Stein. Ja, wir schieben es basically einfach hier rüber, holen es zurück, stellen uns drauf und das war's auch eigentlich schon. So, ja, okay, und jetzt? Hä? Irgendwie ein bisschen komisch. Hier vorne haben wir nochmal so einen Gamble-Automaten. Da müssen wir echt mal wieder ein bisschen was einlösen, ne? Ich benutze die viel zu selten, diese Automaten. Weil manchmal ist da so geiler Scheiß dabei und das muss man irgendwie ein bisschen mehr ausnutzen noch. Komm, gib mir was Neues. Irgendwas Neues. Ein Rad. Ja, danke, das ist neu. Und ein Hydrant, der mich absolut nicht juckt. Und ein Ersatzball. Oh, Ersatzbatterie ist wertvoll. Die ist sehr, sehr gut. Was ist das denn bitte? Das habe ich schon öfter gesehen irgendwo, aber was ist das? Tulin, komm, auf geht's. Was ist das? Althylianisch, okay? Ja, also ich kann mit nichts anfangen, glaube ich. Es ist so verrückt, wie viele Mysterien es immer noch gibt, ne? Auf jeden Fall hole ich mir zuerst mal den Schrein, der hier vorne ist. Ja, wenn wir eh schon mal hier sind, oder? Dann kann man schon in den Krogwald gehen, denke ich auch. Denke ich auch. Gegen den Strom. Bruder, ist das der gleiche Schrein nochmal? Ah, okay. Na gut. Was? Ich werde mich nicht heilen. Ich weigere mich. Geht das gut? Alter, ich will mich nicht heilen. Nein, ich heile mich nicht. Oh, nee. Och, Mann, ey, das ist unfair. Das war unfair. Scheiß Fee. Ja, jetzt habe ich keine Fee mehr. Großartig. Das dran kleben und das auf der anderen Seite dran kleben. Genau. Richtig stylisch, oder? Richtig stylisch einfach. Wunderbar. Was geht hier ab? Was geht hier schon wieder ab, bitte? Warte mal. Zum Steakstein. Warte mal, was? Zum Steakstein? Was ist das denn, bitte? Irgendwie sieht er nicht gesund aus. Der Grone sieht gar nicht gesund aus. Ja, okay. Die Höhlen am Ende der Lorenschienen. Anscheinend muss ich da diesen Steakstein besorgen. Ja, großartig. Ein alter Grone, wie geil. Habe ich aber jetzt gerade gar nicht mal so ein Interesse dran, wenn ich ehrlich bin. Und auf geht's.
Da bin ich jetzt auch echt gespannt. Krogwald ist natürlich auch so ein Ort, wo ich mir denke, ja, was haben sie jetzt hier rausgemacht? Was haben sie jetzt hier rausgemacht? Ich gehe nicht davon aus, dass das Masterschwert noch hier ist, aber ich weiß es nicht. Wie alles circa in diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Da ist noch eine Fee. Oh mein Gott, da ist noch eine Fee. Okay, da haben wir schon mal zwei Locations gefunden. Ist auch noch die Frage, wie viele Feen es diesmal wieder gibt, ne? Ich denke mal wieder vier, aber man weiß es nicht. Hyrule Manöverplatz. Das ist aber der Turm war. Stimmt, hier war ja der Turm ursprünglich. Ist auch geil, hier jetzt Feen zu packen. So, Abgrund im Tüluri-Wald. Also ich gehe mal davon aus, dass es zusammenhängt mit dem Krogwald. Moment, das will ich jetzt wissen. Was passiert, wenn ich im Untergrund Blutmond trigger? Oder kommt er denn überhaupt noch? Ja. Oh. Der Blutmond wird nicht getriggert. Aber wisst ihr was? Das ist mir irgendwie zu blöd. Komm, ich gehe wieder in die Oberfläche. Tschüss. Okay, aber hier geht's rein, ne? Hier geht es in den Krogwald, ja. Aber der ist sehr, sehr düster. Junge, was hier passiert, Alter? Irgendwie slightly beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. Verlorene Wälder, ja. Das ist noch mal beunruhigender als vorher schon. Oh mein Gott, nein! Alter, man wird nicht von Crocs zurückgeholt wie damals. Oh, dieses Spiel hat es auch echt mit der Horroratmosphäre, ne? Das ist echt wild. Ja, ich check schon, okay. Ich check schon, ich soll hier nicht lang, ist okay. Ich soll nicht hier lang gehen, ich soll wahrscheinlich durch den Untergrund gehen, ist okay. Wenn da schon so ein Loch direkt davor ist, das lädt ja förmlich dazu ein. Yeah! Ey, das war stylisch, oder? Das war wirklich stylisch gerade. Muss ich jetzt ernsthaft im Dunkeln hier durch den Krogwald? Es scheint da lang zu gehen, offensichtlich. Oh, kann es sein, dass ich ein bisschen durch die... Oh, ich habe eine These. Ich kann mir vorstellen, dass man ein bisschen durch die Irrlichter geleitet wird, quasi. Das ist ja ironisch, da irren die Lichter gar nicht mal so umher, ne? Da zeigen die mir vielleicht einfach den Weg. Was geht denn hier ab, bitte? Warum ist es da so hell? Also warum ist da irgendeine Form von Licht? Oh, lol. Hier sind sogar die Krogwaldbäume einfach. Wie cool. Hain der Krogs. Okay, cool. Boah, soll ich durchrushen? Warte mal, sind da Hände? Sind da... Nein, da sind... Die gibt's auch im Untergrund, das ist dein scheiß Ernst. Als ob sie nicht gruselig genug ist. Hör doch auf jetzt. Sind wir weg? Ja, sind wieder weg, okay. Das ist echt ganz nice, dass sie so schnell despawnen. Einfach nur auf einem Baumschild oder so. Aber trotzdem, das ist... Ich fühle mich mit denen tatsächlich gar nicht mal so wohl, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es geschafft aber, ne? Ja, okay. Jetzt ist jetzt nur die Frage, wie ich wieder in die Oberfläche komme, weil das hilft mir nicht ganz weiter. So. Ich denke mal, ich muss hier rüber. Irgendwas sagt mir, dass ich hier rüber muss. Das ist unterm Dekobaum wahrscheinlich schon, oder? Ja, was befindet sich hier? Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt wirklich spannend. Ich glaube, das ist auch storybedingt einfach wichtig. Auch wenn ich bisher noch nicht hierher gelotst wurde, weil man weiß ja, der Dekowald ist einfach wichtig. Lol, ich kann doch. Oh mein Gott, was? Man kann doch aus dem Untergrund hochwenden, quasi. Bisher ging das ja nirgendwo. Aber das lädt ja wirklich dazu ein. Wie geil! Die geben einem echt die Möglichkeit dazu. Wie cool. Aber erstmal natürlich die Wurzeln machen. Hä, crazy. Bisher ging das nirgendwo. Okay, dann gehen wir mal in die Oberfläche, würde ich sagen. Kommt dann eine besondere Sequenz oder so? Es lädt auf jeden Fall sehr lange. Aber ich schwimme ja auch ein paar hundert Meter. Digga. Okay, ja, wir sind da. Das ist das einzige Mal, dass es geht. Im Wald der Crocs. Ja, das ist cool. Und zwar ist auch nicht so kompliziert. Der Dekobaum denkt sich auch so, Bro, was ist jetzt los? Und er lebt noch, ja? Ja, okay, einfach keine weiteren Infos. Und hier war mein Masterschwert. Das ist irgendwie nicht mehr da. Aber der Prinzessin Enzian ist noch da und das finde ich sehr cool. Hier waren auch in BOTW schon drei Prinzessinnen Enziane. Machen wir erstmal den Schrein natürlich wieder, ganz klar. Gegengewicht. Spiel, das ist mir so scheißegal, was du willst, ganz im Ernst. Wunderbar. Das ist so dumm, wie einfach man diese Truhen schießen kann. Einfach so, zack, 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 zack. Okay, cool. Einfach so, okay. Ich liebe es. Ja, komm, okay. Ja, das sollte passen, oder? Push. Zü. Ich bin richtig gespannt, was jetzt kommt. Was geht bei dir ab? Nichts geht ab. Was geht bei dir ab? Was ist denn los, hä? Alle sind Depri. Ja, alle sind richtig Depri, wirklich. Du bist auch Depri. Oh Mann, die sind alle voll Depri. Was ist denn los? Oh, die sind ein Loch. Der Dekobaum stirbt, oder was? Alter, ist das dark. Ich glaube, der Dekobaum stirbt, ne? Oh mein Gott, das ist echt böse. Oh nein, der Dekobaum stirbt einfach. Okay, dann gehen wir mal kurz unter den Dekobaum. Dekobaum-Abgrund. Oh no, das ist Pain. Das ist richtiger Pain. Das ist aber interessant gemacht auf jeden Fall. Also wir sind jetzt unterm Dekobaum, ja? Und hier ist gar nichts. Oder kann ich hier irgendwas erledigen? Kann ich hier irgendwas tun? Nein, das ist nicht euer Ernst. Nee, nein, das ist nicht euer Ernst, wirklich. Wie soll ich denn gegen die kämpfen? Ich kann nicht mal ausweichen. Ich kann nicht mal irgendwo hin. Halt dein Maul. Halt dein... Was? Boah, muss ich jetzt echt mal gegen Phantom Ganon kämpfen hier unten? Ich habe genug Bombenpfeile. Ist mir scheißegal. Ich habe genug Bombenpfeile. Scheiße! Ich hab ihn. Was? Nein, die respawnen. Willst du mich verarschen? Das ist krank. Hab ich, ja? So, komm doch, hä? Ist mir doch egal. Komm doch, auf. Es ist so schwer auszuweichen. Ach du Scheiße. Komm, wir fahren los. Junge, es ist so schwer zu dodgen. Es ist unglaublich. Oh mein Gott, danke. Und jetzt, Achtung, rein da. Mit der 96er Klinge. Pass auf, guckt auf sein Leben. Fuck you. Gar kein Bock mehr. Gar kein Bock mehr. Mach ein bisschen Schaden. Mach ein bisschen Schaden, ne? Die 96er Waffe, die geht rein, Alter. Die scheppert. Dem Dekobaum scheint es besser zu gehen. Ich dachte echt, der Dekobaum stirbt komplett. Yeah, alles wieder gut und so. Danke, dass du dieses Ding besiegt hast.
Gerne. So, Dekobaum, jetzt lass mal kurz quatschen, ja? Ich war ein Weilchen weg. Wo ist mein Masterschwert? Weißt du irgendwie Näheres? Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich hatte gerade einen bösen Traum. Bro, du warst halb tot. Ich hab dich gerettet. Du kannst schon sagen, wie es ist. Eine Erinnerung, was? Ah, ich grüße euch. Seit wann bewegt er sich? Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Ist das neu? Das heißt, es kann noch stärker werden? Okay. Ja, ich hätte es ganz gerne wieder, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich fühle es nicht mehr mit mir. Es ist irgendwie durch die Zeit gereist, keine Ahnung. Du weißt selber nicht, wo sich es zurzeit befindet? Ja, das ist ja die Scheiße. Ja, es ist nicht zerstört. Es hat nur... Warte mal, was? No way. Es ist hier. Digga, was? Er sagt mir einfach, wo es ist. Willst du mich verarschen? Warte mal, warum bewegt es sich? Warum bewegt sich das Masterschwert? Los geht's, würde ich sagen. Als ob ich jetzt nicht hingehe und hinterherfliege. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, Digga. Ich bin überfragt. Oh mein Gott, ist das der Drache? Okay. Ja, oh mein Gott, ernsthaft? Der Drache hat das Schwert, willst du mich verarschen? Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Okay, gehen wir hier rüber. Das könnten wir sogar kriegen, oder? Oder wie ist das Masterschwert? Aber jetzt ergibt es auch Sinn. Erinnert euch noch dran an die Sequenz, als ich das Masterschwert verloren hatte? In der Sequenz, in der ich das Masterschwert verloren hatte. Kurz danach ist ja der Drache hochgeschossen. Bruder, ist das cool? Ich hatte überhaupt nicht dran gedacht. Kann ich vielleicht diesmal auf dir landen? Es muss doch irgendwas passieren, oder? Ich kann nicht einfach runtergeschubst werden, komm schon. Ich kann auf ihm stehen. Welcher Drache ist es eigentlich? Weißdrache. Er ist einfach Weißdrache, ernsthaft? Was geht denn jetzt ab? Ich laufe einfach auf einem Drachen rum. Was? Weißdrachenstein, Bruder, was? Hä? Was zur Hölle? Junge, was? Was? Er sieht richtig goofy aus. Er sieht richtig goofy aus einfach. Meine Leben werden safe nicht reichen, ne? Oh. Ich glaube, er mag das nicht. Es geht um Ausdauer. Nein, oder? Warum misst er meine Ausdauer? Weil die könnte reichen, oder? Es geht um Ausdauer. Ich habe zufällig einfach meine ganze Ausdauer upgegradet. Ich wusste das nicht. Ja, komm. Komm. Ain't no way. Digga, ist das cool einfach. Oder brauche ich jetzt auch noch Herzen? Was geht denn jetzt ab? Ich liebe dieses Spiel so sehr, ne? Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ich habe immer noch A gedrückt gehalten. Ich komme einfach nicht drauf klar. Was eine Atmosphäre, wirklich. Wieso hat das in ihm gesteckt? Wer ist dafür verantwortlich? Ich habe einfach das Masterschwert. Wenn ich das richtig sehe, kriege ich jetzt einfach das Masterschwert. Bitte jetzt nicht Herzen. Okay, alles gut. Puh. Ey, es war... Ich schwöre, ich wusste nicht, dass die Ausdauer verlangt wird. Das war reiner Zufall, dass ich die upgradet habe, weil ich einfach nicht so oft sterbe irgendwie. Ist das epic. Das ist einfach ganz normal wiederhergestellt. Nee, nicht ganz. Das ist anders. Oh mein Gott. Alter. Ist das cool, what the fuck? Das ist ja mal tausendmal epischer, als einfach aus so einem scheiß Sockel zu ziehen, wie man es jedes Mal macht. Es hat noch die ganzen Kratzer tatsächlich. Also es ist noch beschädigt irgendwie, aber wir haben es einfach wieder. Vergessene Himmelsinsel. Ja, das legendäre heilige Bannschwert. Über Äonen geheilt und gestärkt, besitzt es nun die Macht, den Dämonenkönig zu bezwingen. Da stand keine Stärke dran. Warum? Es hat keine Stärke. Synthese wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch, es hat immer nur die Stärke von dem, was gerade drin ist. Der Bockblinhauer ist da irgendwie drin. Okay, das ist WTF. Masterschwert plus 2. Doch, es hat vielleicht doch eine Grundstärke. Ich bin total verwirrt, ich sag euch ehrlich. Wisst ihr, was wir eh schon mal hier sind? Hier ist ja, glaube ich, dieser Mini-Boss-Fight. Alpha-Block-Construct müsste es heißen. Lass einfach mal kurz da hinten gehen und damit kämpfen. Hallo. Okay, es macht Schaden. Alles klar, es macht Schaden. Wir machen mal die Synthese rückgängig. Was zur Hölle? Ich bin so verwirrt. Wir machen einfach die Synthese mal rückgängig, ja? Also, so viel tankt er aber nicht, ne? Ich mach sehr viel Schaden tatsächlich damit. Okay, aber warum wird da nichts angezeigt? Das hängt anscheinend echt von den Segenslichtern ab, oder was? Weil das finde ich ziemlich cool, dass es einfach stärker wird mit dem Spielfortschritt. Machen wir einfach mal das hier dran. Plus 10, okay? Dein Schwert skaliert mit dir. Ich finde es fucking cool. Also ich finde die Fähigkeit richtig nice. Wir haben einfach das Masterschwert. Okay, hatte ich nicht geplant heute, ehrlich gesagt. Aber nehme ich trotzdem mit. Und wisst ihr was? Wenn wir doch eh schon hier sind. Ich wollte es eigentlich nicht mal machen, aber ich lande gerade hier so praktisch. Wo ist die Drachenträne? Lass die Erinnerung doch noch schnell mitnehmen, oder? Wenn die Erinnerung hier schon auf dem Weg liegt, dann muss man die auch mitnehmen, finde ich. Okay, die ist gut versteckt. Also die Träne ist wirklich gut versteckt. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie im Wald hier irgendwo ist. Aber hier, okay. Sehr lucky tatsächlich gewesen. Also es wäre jetzt schon ein wilder Zufall, wenn es chronologisch immer noch die richtige Reihenfolge wäre. Jetzt. Weil ich glaube, jetzt inzwischen ist es total durcheinander. Aber egal, wir wollen einfach die Story erfahren, das reicht mir schon. Oh, warte mal, was? Hyrule soll mir allein gehören.
Okay. Meine Voltora-Herde nähert sich. Es sind so viele. Unzählig viele. Ist das cool, einfach in die Vergangenheit zu schauen. Voltoras sind Einzelgänger. Okay, und... Was geschieht hier? Und Zelda hat sich inzwischen eingelebt anscheinend. Ja, genau, das kennt man aus dem Trailer. Oh, ich mag die alle so gern, wirklich. Hat sich gerade sein drittes Auge geöffnet. Ah, Junge! Die Moldoras auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Ein offener Angriff ist also sinnlos. Ein Mysterienstein der Sonau. Faszinierend. Alter. Junge. Ganondorf ist ja mal so fucking cool. Der ist ja mal so ein geiles Auftreten, wirklich. Ich bin echt nicht so jemand, der sich für Story begeistern lässt, aber das ist doch so viel epischer einfach alles als in BOTW, muss ich einfach so sagen. Da war einfach so eine fucking Spinne ohne Stimme und alles einfach so ein richtiges Gesicht und dann halt ein Wildschwein in einer riesigen Form. Okay, aber das ist doch so viel cooler, I'm sorry. Ah, ich liebe es. Ich liebe dieses ganze Spiel, wirklich. Oh, es hat nur eine gefehlt tatsächlich. Das war die 6. Erinnerung. Ja, wir sind doch chronologisch einigermaßen gut dabei. Wobei... Das ist halt weird, dass die letzte ist, aber scheiß drauf. So, machen wir den Schrei noch schnell. Formen im Balance, okay. Hier ist tatsächlich nicht viel, was ich benutzen kann. Ja, also, ich check schon. Weird trotzdem irgendwie. Ja, das kurz so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich mach's einfach wieder auf meine eigene Art. Naja, Nintendo, wenn ihr nicht dran denkt, dass Schneider mit seinem 500er IQ hier alles wieder cheesen wird, dann selbst schuld. Alter, ja, das ist mal ein Baumstamm, oder? Wo zur Hölle ist die Truhe? Bei den Truhen bin ich echt manchmal richtig überfragt. Wo war die Truhe? Da vorne. Super. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Stachelschild. Okay. Sehr schön. Haben wir den auch geschafft. Alter, wir haben heute viel erreicht. Wir haben heute wirklich, wirklich viel erreicht. Wirklich Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Der stand am Fluss. Ich glaube, der ist immer noch am gleichen Ort wie damals auch schon. Ich dürfte jetzt, glaube ich, in Marlon Bett schlafen, oder? Dann sagen wir schlafen bis mittags. Auf geht's. Was ist die Vorhersage? Was kommt jetzt? Hallo, Marlon. Ich gewähre schnellere Hufe und dickeres Fell. Im Nordosten von Hyrule, Akalla-Stall. Da warte ich. Akalla-Stall, das ist relativ konkret. Danke. Marlon wartet beim Akalla-Stall. Damit können wir arbeiten. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen, oder? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. An der Stelle könnt ihr die Playlist abchecken mit allen weiteren Parts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.